Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 3, nein, BioShock Infinite. Und ja, wir befinden uns gerade dabei, einen alten Kameraden umzunieten, der ja, ehrenhaft sterben will, quasi. Wenn es sowas gibt wie einen ehrenhaften Tod. Naja. Wenn das sein Wunsch ist, wollen wir ihn den gewähren, sofern es das uns denn möglich ist. Heldenhaft in den Rücken geschossen. Und einem den Kopf zerfetzt. Besuchen Sie die Ich habe was hier. Schadensboost. Nein, ich will. Booker. Ich will das Rahmenupdate. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Mann! Da. Oh, oh. Oh, fuck. Ach so, er benimmt ja jetzt auch. Hab ich ganz vergessen. Alles in Ordnung, Kleine? Dollar Bill war's. Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Das ist deine Mutter, denke ich mal. Ich schätze mal, das wird deine Mutter sein. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. Also ich würde sagen, du bist seine Tochter. Hallo? 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 Irgendwas. Das ist mein Tom. Seht, Daisy Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben. Doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Bin ich? Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein. Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund. Das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Geile Analogie. Das ist quasi wie in BioShock 2. Also... Elternteil benutzt Kind als, ja. Versperrt. Als, ja, Mittel, um die eigenen Ambitionen irgendwie zu realisieren. Sehr traurig, sehr traurig. Oh, sie guckt richtig angry. Oh! Endlich mal schöne Musik. Fitzroy. Anarchist. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet. Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde.
Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen. Und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Wirst selbst du geliebt? Das hört sich ja ganz schön abwertend an. Culture and Dress. Warte. It's a trap! Sekunde. Oh Gott. Eieiei. Gar kein Sniper diesmal da, der mir auf die Finger schießt. Also ein Sniper wird sich da irgendwo im Sonnenschatten verstecken. Wahrscheinlich. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. No shit. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Da! Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Bitte sehr. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Oh, Luca, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Hallo? Nimm den da! Geschütz, schnell! I can't see shit. Muss nachladen! Daran, wofür wir kämpfen! What? Prima. Kein Mumm. Sieg ist nicht. Glaubst du, dass du mich aufhalten? Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bucke? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Oh. Hallo? Automat leer. Klasse, das hat er jetzt gebracht. Halt die Augen auf nach dieser Short-Jockey-Kraft. Endlich! Oh, wir haben genau... Ach nee, wir haben ein bisschen drüber. Yeah!
Mist. Wollte schon sagen, kostet. Der 1200. Was macht der? Oh, das war eigentlich auch nicht schlecht. Aber 1600 haben wir im Moment nicht. Besuchen Sie die Hall of Heroes! In Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heulen und Schreien war der Kriegswald. Doch hier verlieren wir euch, der Comstock das Knie für uns sah in seiner Prophetie. Lechmännerbucker, dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Bucke! Urteil! Ich handle! Auf das Getriebe zielen! Auf den Kopf! Siehst du, Booker? Vielleicht bist du noch der, den ich kannte! Vielleicht auch nicht! Es spielt keine Rolle! Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht! Jetzt will er mich kriegen! Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen! Verschlossen. Mal sehen. Haarnadel. Fertig. Mhm. Nicht Mücke. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schockjockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Oh. Slade. Er ist hier. Wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete! Es war Slade, der die Tore Pekings stürmte! Slade! Slade! Comstock kommt! Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen! Oh nein! Er will uns auch noch in Blech verwandeln! Das lasse ich nicht zu! Er hat mir meine Vergangenheit geraubt! Aber mehr bekommt er nicht! Gib uns endlich diese Kraft, das muss okay, doch nicht sein! Danke. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet!
Du bist nicht der Booker DeWitt, den ich kannte! Blechmann! Blechmann! Also! Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat! Jetzt komm schon, David! Enttäusche die Jungs nicht! Was? Ich hab alle abgemurkt. Zum Ruhme Kolumbias! Gnade ist Sache des Herrn! Frohlocke, denn der Tod hat keinen Stachel! Na los, David! Zeig mir, was du kannst! Kommt er endlich? Schön. Was auch immer das machen sollte. Ein Bogen. Ach, wie langweilig. Wieso wird dieser Nationwald auf Holz laufen, wenn das klar kein Holz ist? What? Dude! Was ist los? Du bist hier noch nicht fertig, Soldat! Schön leer essen den Teller! Bring's zu Ende! Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! Oh.
Yeah, whatever. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? Ans Töten? Schneller, als du dir vorstellen kannst. Nö. So, was sollen wir jetzt machen? Achso, jetzt können wir da die Gondel benutzen. Stimmt, ja. Los! Geht klar! Na dann? Aber klar. Nein! Hä? Gehen wir jetzt nicht im Kreis? Ein Secret hier? Na. Kein Hinterhalt nicht. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Wie sind da eigentlich noch Männer übrig geblieben? Ich hätte eigentlich gedacht, er hat alle verheizt. Wir werden uns verheizen bleiben! Super, Achtung! Gut. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Booker. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Da bin ich mal gespannt, was uns jetzt draußen erwartet. Natürlich. War ja klar. Öffnen. Geht klar. Gebt alles! Hab noch nichts. Danke. What? Ach so. Lass sie nicht entkommen! Haltet ihn auf! Ergib dich! Ah!
dann? Bitte sehr. Nein. What? Achso, wir müssen da jetzt wieder runterreihen. Ah, fuck. Nervig. Aber. Ja. Aber. Müssen da die Dings da irgendwie wegkriegen. Okay. Wie machen wir das? Maria! Maria! Ja, denke ich mir auch. Oh. Ich bin auch bescheuert. Sorry. Total voll. What's the point, WTF?
Okay, na dann können wir doch hier irgendwo bestimmt weiter tanzen. Hallo? Hey! Wo ist... Wo ist die Kleine? Gottverdammt. Was ist schon ein Leben verglichen mit dem Glauben? Ernte, was du gesät hast. Well, well, well. Ich verstehe nicht so ganz, wie du das alles machst, diese Risse. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Als junges Mädchen habe ich nicht nur die geöffnet, die ich fand. Ich habe selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Aber ich wollte immer wieder zurück. Wohin? Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Wie machst du das? Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob's geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja? Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was ist. Das stimmt wohl. Gut, ich würde sagen, wir machen an der Stelle dann... Wir machen an der Stelle wieder einen Break und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bye!